Hallo, ich grüße euch. Anfang November, dachte ich mir, ist genau der richtige Zeitpunkt, um einen oder mehrere Weihnachtsstollen zu backen. Die sollen ja immer noch eine Zeit lang liegen, damit sich das Aroma entfaltet. Wie das Ganze ausgesehen hat, seht ihr jetzt. Bleibt dran. Unsere Zutaten für einen Stollen nach Dresdner Art sind 1 Kilo Weizenmehl, 250 Milliliter Milch, 1,5 Würfel Frischhefe, 175 Gramm Zucker, 500 Gramm Butter, 2 Päckchen, 100 Gramm gehackte Mandeln, 200 Gramm Korinthen, ich habe die vorher in Orangensaft quellen lassen. 200 Gramm Sultaninen. Je 50 Gramm Orangeat und Zitronat. Eine geriebene Zitronenschale. Und Gewürze nach Geschmack. Ich nehme neben 10 Gramm Salz ein wenig Muskat, Zimt, Kardamom und Nelken. Es dürfte spätestens jetzt klar sein, dass es sich nicht um ein Rezept für Diabetiker handelt. Achtung, empfindliche Personen könnten schon beim Zuschauen einen Zuckerschock bekommen. Die Zutaten sollten alle möglichst Zimmertemperatur haben. Wir können einen Vorteig machen, wenn wir wollen, damit die Hefe schon vorarbeiten kann. Dazu nehmen wir etwas Mehl, bröckeln ein wenig von der Hefe hinein. Dann streuen wir ein wenig von unserem Zucker darüber und verrühren das Ganze anschließend mit Milch. Dann nehmen wir schon mal die Rührschüssel her, geben unser komplettes Mehl hinein und formen oben eine Mulde, in die wir den Vorteig geben, den wir mit etwas Mehl leicht bedecken. Das Ganze dann 2 Stunden gehen lassen. Nach Ablauf der 2 Stunden geht es dann richtig los. Unsere Rührschüssel wird auf das Rührgerät gesetzt. Ich benutze hier einen Knethaken, weil der Teig etwas fester wird. Der Rest der Hefe, aber auch wieder ein Teil der Butter und etwas Flüssigkeit in Form von Milch kann jetzt dazu, bevor wir die Maschine einschalten. Erstmal langsame Stufe, denn es wird jetzt voll. Klar, die Gewürze nicht vergessen. Zitronenschale, ich nehme die fertige aus dem Handel. Der Zucker ist natürlich wichtig, wir wollen schließlich, dass ausreichend Material bei den Hüften ankommt. Wenn der Teig zu trocken wird, immer mal wieder etwas Milch dazu. Nach und nach alle Zutaten beigeben. Die Mandeln. Ihr seht, wie voll die Schüssel wird. Ihr könnt die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöhen, aber aufpassen, wie viel daneben fällt. Die restlichen Trockenfrüchte, also Korinthen, Sultaninen, Orangeat und Zitronat nicht vergessen. Und Butter. Hier zeigt sich auch, wie wichtig es ist, dass die Zutaten Zimmertemperatur haben. Bei mir war die Butter zu kalt und ich musste dem Rührwerk etwas helfen. Und noch Butter. Und Butter. Und Butter. Butter, bis das halbe Kilo im Teig ist. Ich
habe dann außerhalb des Rezeptes nach Gefühl noch etwas Milch dazugegeben, weil mir der Teig zu trocken war. Aber am Ende solltet ihr doch einen Teig haben, der sich wie ein Brotlaib formen lässt, also trocken genug. Ihr solltet so lange rühren, bis der Teig nicht mehr sehr klebrig ist. Jetzt könnt ihr den Teig nochmal abgedeckt für etwa 2 Stunden ruhen lassen. Nach den 2 Stunden Ruhe den Backofen auf 175 Grad vorheizen und den Teig aus der Schüssel auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben. Ich benutze unser Ceranfeld, das ist schön glatt und lässt sich gut reinigen. Der Teig wird jetzt noch einmal ordentlich durchgeknetet. Die viele Butter ist sicher auch gut für eure Hände. Die rund 2 Kilo Masse teilen wir dann in 2 gleich große Stücke auf, die wir dann wie Brote falten, um eine Oberflächenspannung zu erzeugen. Das wird wegen des hohen Fettanteils allerdings nicht optimal gelingen. Wie gut zeigt sich erst beim Backen? Bleibt der Laib stabil oder sinkt er ein? Wir formen 2 längliche Laibe und geben sie auf ein Backblech. Ich lege Backpapier unter, dann klebt auch nichts fest. Die beiden Stollenleiber auf dem Backblech kommen nun in den auf 175 Grad vorgeheizten Backofen und backen dort für etwa 1 Stunde. Wenn die Stollen eine schöne buttergelbe Farbe bekommen, sind sie gut. Dann kann man den Backofen abstellen und das Produkt herausnehmen und begutachten. Wer jetzt glaubt, dass mit der Butter und dem Zucker sei schon erledigt, der hat sich getäuscht. Jetzt geht es erst richtig kalorienreich los. Die Laibe werden erst einmal komplett mit ausgelassener Butter bestrichen und dick mit Zucker bestreut. Und dann ein zweites Mal mit flüssiger Butter behandelt und darauf kommt dann eine Schicht Puderzucker. Das alles, solange der Stollen noch heiß ist. Jetzt nur noch abkühlen lassen und anschließend in Alufolie verpacken und mehrere Wochen liegen lassen. Sollte der Stollen nach dem Auspacken grün sein, habt ihr was falsch gemacht. So, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das hilft mir und kostet euch nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.